Meine Kamera ist kaputt. Yeah. Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Ich werde versuchen, mal wieder ein bisschen zu vloggen. Ja, es ist ein bisschen schwer, aber meine Eltern sind gerade nicht da. Und meine Geschwister schon. Und ich vlogge mal, okay? Jetzt denkst du, oh mein Gott, was macht die da? Wieso läuft die mit der Kamera durch die Gegend? Und dann möchte ich seine Gurke nicht essen. Ja. Da ist die Marlies, da ist die Mary. Also das ist das Marlies, das ist das Mary. Ja, meine Lieben, heute sieht man meine fast komplette Familie. Hashtag like! Was? Hashtag liken? Ja, das ist jeder ein Like da. Also übrigens, meine beiden Geschwister, der hier und die da. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Ich stelle euch den Link unten in die Infobox. Oder hier oben hin. Dann könnt ihr dann vorbeischauen. Ja? Ja. Ja, ja. Und der ist oben. Was? Der ist oben. Das kleine I. Ja, da oben, sag ich ja. Da. Das kommt dann hier oben so ein Video. Ich weiß. Wie gesagt, unten in die Infobox ist da unten. Haare. Wir wollen gleich diese Fotos machen. Osterfotos mit Jane und Mel. Der Lennox ist ja immer noch nicht bei mir. Und den beiden Hasis. Also richtig, richtig süße Osterfotos. Die beiden Hasen nicht auf einmal. Nee, einzeln. Aber richtig süße Osterfotos. Ey, meine Haare schmecken doch nicht. Auch mit so ein bisschen Grünzeug. Wir haben hier so schöne Tischdeko und so. Das können wir vielleicht auch noch reinbauen. Wollte ich heute arbeiten, aber mir geht's nicht so gut. Hat Papa irgendwas gesagt? Nein. Ach so, wir fahren angeblich in Urlaub. Ja, wir fahren angeblich in Urlaub. Liebe Grüße an die liebe Michelle. Sie gucken meine Videos, also. Wir fahren heute in Urlaub. Ja, und ich erwarten heute noch zwei Pakete. Auf jeden Fall heute. Eigentlich sollten sie schon gestern kommen. Aber irgendwie nicht. Dann kommen sie heute. Oh. Geht einfach. Schnuckelig. Seine Frisur, Alter, der Hammer. Felix, sag mal Hallo. Hallo. Ja, um mich rumgehen, das ist kein Hallo. Komm mal her. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Felix, komm her. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo, Hallo, Hallo. 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 meine Kamera ist kaputt. Yeah. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Sie verweilt hier seit Wochen. Nein, seit ein paar Tagen. Auch in ihrer Kiste hier. Alle, die mir auf Instagram folgen, kennen meine Kamera. Das hier ist meine Kamera. Und sie ist kaputt. Da, ist das nicht cool? Das ist richtig cool. Hallo Felix. Das ist mein großes Geschenk. Mehr habe ich nicht bekommen. Und dann, da ist Marvin. Er spielt in meinem Laptop. Was machst du da? Kannst du ihn mal anmachen, bitte? Ich kriege ihn nicht auf. Oh, Marlies, Alter. Warte, ich glaube, man diesen da drücken. Du musst gar keinen drücken, du musst einfach nur hochziehen. Ach so, ich dachte, sonst mache ich was kaputt. Ja, jetzt anmachen. Ach so. Anmachen. Da schaltet jemand die an Laptop. Ja, die Technik von heute. Hallo. Ach so, guck mal. Ach, er ist geschafft. Herzlichen Glückwunsch. So, nichts bitte verstellen, Marvin. Nee, die ist schon alt. Die gehört zu einem Das ist aber neu. Das ist neu, ja. Ich dachte, sowas magst du nicht. Doch, ich bin richtig süß. Und das hier hat sie auch neu. Das ist auch richtig süß, ne? Das ist schon älter, aber ich hab's jetzt erst ausgepackt. Ich wollte sie auch unbedingt mal anprobieren. Ja. Jaden ist hier und schläft. Und die Mel ist hier und schläft. Und ja, wir werden gleich schön die süßen Fotos machen. Ich werde die euch alle einblenden. Weil eigentlich hätte ich sonst die andere Kamera aufgestellt. Achso, hier unten ist sie. Und gefilmt werden wir die Fotos machen, aber es geht ja nicht. Kamera ist ja kaputt. Thank you.
meine Lieben, wir sind fertig. Wir haben einige süße Fotos gemacht. Nein, nein, nein. Mehr was so mit dieser Musik aus. Darf YouTube nicht hören. Darf YouTube nicht hören. Wieso? Da werden meine Videos gesperrt. Wieso? Dafür muss man Geld bezahlen, sonst. Voll teuer, dass man die Musik hören darf. Gut, hallo meine Lieben. Wir sind hier gerade oben bei Mary im Zimmer. Da ist Mary. Sag mal hallo. Hi. Okay. Ja, ich dachte mir gerade, ich mache voll die coole Haustour, damit ihr mal seht, wie unser Haus aussieht. Natürlich werde ich keine privaten Sachen zeigen, so zum Beispiel das Schlafzimmer meiner Eltern oder so. Aber so einfach so die Kinderzimmer von meinen ganzen Geschwistern. Zum Beispiel stehen wir gerade in einem und waren gerade in dem anderen. Und aber leider... Hier werden die YouTube-Videos gedreht. Stimmt. Wir können euch mal zeigen. Hier werden die YouTube-Videos von meinen Geschwistern gedreht. Und zwar haben wir gestern schon ein Video gedreht. Und zwar ist das hier der Hintergrund. Sieht doch ganz gut aus hier. Das kann man zum Beispiel zeigen aus dieser Wäscheberg hier. Aber das ist nicht meine Wäsche, das ist Mamas Wäsche. Guck mal, ein Baby. Ein Baby. Das Telefon klingelt. Das ist bestimmt Teddy. Schnell runter, schnell runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Wieso rufst du denn von Haustelefon an, wenn du unterwegs bist? Oh, meine Lieben, wir haben gerade gegessen, mein Vater hat gerade was gekocht und ich habe gerade meinen Motorradhelm geputzt. Es ist wieder richtig schön sauber. Und, also nicht wundern, warum ich ihn jetzt gerade in der Hand habe. Ja, das Visier war total dreckig hier und das musste unbedingt geputzt werden. Dann ist gerade ein Paket angekommen von mir. Zwar habe ich mir eine neue Motorradjacke gekauft. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall aufräumen. Mel und Jane müssen jetzt umgezogen werden auf jeden Fall, weil wir das Fotoshooting hatten mit den Hasen. Und deswegen ist alles voll Haare jetzt. Und das muss auf jeden Fall sauber gemacht werden. Ja, dann wollte ich gefragt wegen einem Wickeltisch-Update. Ist es gewünscht? Also wollt ihr wirklich mal so ein Wickeltisch-Update, was hier so alles drin ist? Kann ich gerne mal machen. Ich habe nämlich ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen verändert. Ja. Dann wollte ich versuchen, das Mobile ein bisschen runterzuhängen, weil das ja so weit oben ist. Da oben könnt ihr ja gar nicht spielen, weil der Wickeltisch war ja damals hier in der Höhe. Das war perfekt, aber jetzt ist es einfach total blöd mit der Höhe so. Muss auf jeden Fall auch noch ranhängen, weil der hier ist schon kaputt leicht. Seht ihr das? Schon ein Riss drin im L. Ist nicht so gut. Auch auf jeden Fall noch machen. Aber eigentlich wollte ich damit ja warten bis zum neuen Haus. Aber irgendwie zieht es jetzt nicht alles so hin mit dem Umzug und deswegen möchte ich es jetzt ordentlich haben. Nicht erst nachher. Es ordentlich machen. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Das ist alles voller Haare. Also Tiere sind wirklich nichts Tolles bei Babys, ne? Ich muss mir später mal über was überlegen. Ich will ja meine Tiere auf jeden Fall behalten, aber ob die später in mein Haus ziehen dürfen, das muss ich mir nochmal überlegen. Also ehrlich gesagt, ob die ins Kinderzimmer dürfen. Jetzt ist es halt so, dass meine Katze sich immer hier reinschleicht, wenn ich irgendwie nicht da bin. Und dann, hallo Felix. Und dann ist es nun mal passiert, dass sie da im Bett liegen oder im Kinderwagen. Finde ich so schlimm. Ich muss den Kinderwagen nachher auch nochmal sauber machen wieder. Weil das ist einfach zu viele Haare und das ist so ekelhaft, finde ich. So, das ist schon mal fertig. Ich kann hier auch mal wieder aufräumen. Da, die ganzen Wintersachen brauchen wir gar nicht mehr. Und Lennox Jacken, der Overall kann zum Beispiel in den Schrank. Der Body muss mal wieder aufgehängt werden, das kann auch in den Schrank. Das muss ich alles mal wegmachen. Nur, ich habe halt im Schrank auch überhaupt keinen Platz. Das Problem mit dem Stativ, wenn ich das Video gleich noch drehe, brauche ich es, aber ich tue es jetzt erstmal weg. So. Tada! Sie ist so schön, oder? Ihre Rippen, krass, wie man ihre Rippen sieht. Ich gleich woanders reinpacken. Das können wir jetzt erstmal hierfür verwenden. Dann nehmen wir das hier. Das ist sogar ein bisschen dicker, das ist schöner. Packen wir da die Bauchplatte rein. Thank you.
sage nur, kommt die Mel auf jeden Fall das hier gleich an. Muss ich noch einen weißen Body raussuchen. Ich glaube, weiß passt da am besten zu. Hm, was guckst du raus? Ich glaube, ich möchte gerne mal Gassi gehen. Müssen wir gleich noch mal Gassi gehen. Aber irgendwie, ich möchte zuerst dieses blöde Ding da fertig haben. Oh Gott. Ich glaube, Jaden bekommt so ein... nennt man das jetzt? Wieso habe ich zweimal den gleichen Body? Auch zweimal den gleichen Body. Achso, der eine ist kurzärmlich, der andere ist langärmlich. Aha. Ich glaube, Jaden bekommt den hier an. Der ist halt richtig toll, aber den hat er schon so oft an. Vielleicht auf den hier, den hatte Mel ja mal an. Aber deswegen ist er irgendwie auch Mel jetzt ihrer. Also irgendwie passt der jetzt nicht mehr zu Jaden. Wenn Mel ihn anhat. Schauen wir mal, was haben wir denn noch hier? Süße Sachen. Das ist alles Lennox. Ja, dann ziehen wir den hier, glaube ich, an. Auch Lennox. Zieh mir den hier an. Mit einem grauen Body, schätze ich mal. Ist das am besten? Grau und grau. Das ist schon mal gut. So, haben wir hier schon einen weißen Body. Ist der langärmlich? Perfekt langärmlich, weißer Body. Mich unten irgendwie einen Korb frei zu machen, um dann die Wäsche da rein zu tun, die ich immer habe. Aber irgendwie finde ich keinen Korb, alles ist irgendwie voll. Alles voller Haare, ey. Aber die Fotos sind ultra süß geworden. Ich habe gerade schon eins auf Instagram hochgeladen, aber irgendwie gefällt es denen nicht so, wie mir gefällt. Wie es mir gefällt. Ja, aber ich finde das ultra süß. Das war auch unglaublich süß, wie der Hase immer zu den Babys gelaufen ist. Ich habe das versucht, ein bisschen zu filmen. Aber er ist halt immer direkt zu den Babys gelaufen. Fand ich richtig süß. Ich muss aber erstmal die ganzen Sachen hier waschen, sonst haben wir überall die Haare. Und dafür wäre jetzt halt so ein Wäschekorb total praktisch, weil da könnt ihr jetzt einfach reintun. Wenn er voll ist, dann wäscht meine Mama das. Dann ist gut. So. Also ja, übrigens, ich wasche nicht alles, was die einmal anhatten. Aber jetzt, wenn die Sachen da dreckig sind oder mit Haaren oder so, dann wasche ich die halt schon. Lasse ich sie von meiner Mama waschen. Aber sonst mache ich einmal im Jahr eine große Waschrunde, wo alles einmal gewaschen wird. Und dann ist gut. Sonst werden die Sachen ja auch leider gelb manchmal. Also es gibt ganz oft Klamotten, die haben schon gelbe Flecken irgendwo, weil die einfach zu lange rumliegen. Das mögen Klamotten überhaupt nicht. So, die Socken vor. Das ist zwar auch voller Haare, aber die Socken ist nicht so schlimm. So. Ich mag den Strom da total gern. Weil der ist erstens von Kanz und die Sachen von Kanz sind ultra schön. Und zweitens ist der total... Wo ich bin, herrscht das Chaos. Passt irgendwie nicht. Jane macht kein Chaos, aber trotzdem total süß und ist ganz kuschelig. Der Stoff ist sehr, sehr angenehm. So, graues Mäuschen. Fertig. Da können wir seine Haare mal kennen. Ja. Dann glaube ich, bearbeite ich noch ein paar Schnuller heute. Muss die Heißklebepistole noch rausholen. Für den Jaden nämlich, weil er hat kaum welche, die ordentlich passen. So. Seine Haare schön. Wir machen die Haare schön. So, den Mundbau ein bisschen schön machen. Ein Tiki. Seine Haare. Das ist unglaublich schöne Haare, Baby. Oder? Schaut mal. Süß. So, jetzt wollen wir die Mädchen machen. Guck mal, die Tür ist so laut, ey. Und der Felix ist so laut.
Sind die so laut, ne? Sind die so laut? Guck ich den so, ha? So. Oh, die Mail mal umziehen, ne? So. So, 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 so. Ist auch alles aus und alles in die Wäsche. So. Die Mail hat ja noch mehr mit dem Hasen gekuschelt, deswegen ist sie viel dreckiger. Schon wieder so viel Staub überall. Fertig. Schnuckis. Zu süß. Oh Mann. So, meine Lieben, da hat man eben der Postbote geklingelt. Meine Schuhe sind da. Ich habe sie die ganze Zeit an, weil sie unglaublich toll sind. Also echt ultra, ultra geil. Ich zeige sie euch mal. Also das interessiert euch bestimmt überhaupt nicht, aber... Oh, sie sind so schön. Dann weiß ich nicht, ich glaube, ich beende diesen Vlog für heute. Ja, weil... Felix wird gleich kommen. Und dann werden wir auch schon los zur Fahrschule müssen. Und dann, ja. Dann ist der Tag ja schon vorbei.